So, wir zeigen euch heute mal, wie ihr TeamSpeak installiert bei euch, falls das nicht ohnehin schon passiert ist. Dazu geht ihr einfach auf die Seite www.teamspeak.com. Da könnt ihr dann auch noch die Sprache umändern, wobei das, glaube ich, nicht unbedingt notwendig ist. Könnt ihr da aber, wie gesagt, auf Deutsch ändern. Dann wählt ihr euch bitte am besten die TeamSpeak 3 Version, also kostenloser Download, und hier das System, das ihr auf eurem Rechner verwendet. Also ich habe eine 64-Bit Version drauf. Da einfach bei klein 64-Bit auf Download klicken und dann TeamSpeak runterladen und entsprechend installieren. Ich glaube, das müssen wir euch nicht erklären, wie ihr Programm installiert. Wenn ihr das installiert habt, dann einfach auf TeamSpeak klicken und das TeamSpeak öffnen, um euch zu verbinden, auf Verbindungen und Verbinden, und dort gebt ihr dann die Daten ein, die ihr da bei uns im Discord im Channel Serverzugänge findet. Da entsprechend dann das Serverpasswort. Gebt bitte hier euren Nickname ein, am besten euren Fahrernamen, sodass wir das auch zuordnen können. Und dann klickt er auf Verbinden. Jetzt seid ihr mit TeamSpeak verbunden und ihr kommt standardmäßig immer im Willkommenschannel raus. Da könnt ihr euch muten, ihr könnt aber auch ein bisschen quatschen. Ihr könnt dann in den Briefing-Channel gehen, dort wird eben dann das Briefing abgehalten von uns. Und dann natürlich auch in eure Team-Channels. Um jetzt zum Beispiel mit der Live-Rico sprechen zu können, weil eventuell ein Vorfall übersehen wurde oder ja, ihr irgendwie einen Einspruch einlegen möchtet oder wie auch immer, dann könnt ihr nicht direkt in den REN-Kommissionsordner gehen. Den seht ihr zwar, aber ihr kommt nicht direkt rein. Müsst ihr also in den Rico-Warteraum und von dort aus werdet ihr dann von einem der Stewards entsprechend in den REN-Kommissions-Channel gezogen. Auch wenn ihr zum Beispiel eine Interviewanfrage von Chris habt, von unserem Streamer, dann kommt er nicht direkt in den On-Air-Channel, da werdet ihr also Fehlerinformationen bekommen bzw. einfach eben keinen Zugang kriegen. Hierfür müsst ihr dann in den Interview-Warteraum und auch dort werdet ihr dann entsprechend in den On-Air-Channel gezogen. Ein paar nützliche Tipps hätten wir noch, die wir euch nicht vorenthalten wollen, und zwar geht einfach mal auf Extras und auf Optionen dann. Und hier unter Meldungen könnt ihr entsprechend diese Ansagen der weiblichen Frauenstimme deaktivieren, weil die sind wirklich auf Dauer nervig. Hierzu einfach auf Sounds Deactivated klicken. Den Rest könnt ihr so lassen. Dann entsprechend auf Anwenden und auf OK. Ihr müsst dann allerdings TeamSpeak nochmal neu starten, damit die Einstellungen auch entsprechend übernommen waren. Und wenn ihr das gemacht habt, sind die Sounds dann deaktiviert. Was auch noch ein bisschen störend sein kann, ist, dass ab und zu dieses Fensterchen aufploppt, wenn ihr angewispert werdet. Das könnt ihr entsprechend auch ausschalten. Ganz oben bitte nochmal überprüfen, dass individuelle Einstellungen und Kontakten benutzen, ansonsten erlauben, aktiviert und ausgewählt ist, weil sonst kann es sein, dass ihr die Whisper-Funktion nicht bekommt und nicht angewispert werden könntet. Unter Whisper-Verlauf immer öffnen, wenn sie angewispert werden. Das ist eben dieses Fensterchen, das aufgeht. Deaktiviert es einfach. Dann wird es künftig nicht mehr aufploppen, weil das kann auch störend sein. Dann auf Anwenden und auf OK. So, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen mit TeamSpeak. Ihr seht schon, es ist kein Hexenwerk. Ist relativ easy umzusetzen und relativ einfach auch einzusetzen. Solltet ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen haben, dann meldet euch gern bei uns. Wir helfen euch da gerne weiter. Ansonsten sehen wir uns auf der Strecke. Bis dahin, macht's gut.